Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich gestern etwas gemacht, was ich schon ewig lange nicht mehr gemacht habe. Und das war einfach mal nichts zu tun, einen Tag lang. Und darüber möchte ich euch gerne ein bisschen erzählen. Ja, guten Tag, guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem Rest-Day-Tag. Erstmal war es richtig, richtig komisch und man fängt so ein bisschen an, ja, am Anfang das zu genießen, da man akzeptiert, dass man einfach mal einen Tag lang nichts macht. Also du sagst dir einfach, na, es ist aber jetzt mal okay, einfach mal nichts zu tun und dann ist das auch okay für dich so. Dann sagst du dir, okay, du darfst jetzt nichts tun. Ich bin so ein bisschen mehr oder weniger gezwungen, heute mal richtig Pause zu machen. Und ja, ich habe sogar gar keine Ahnung, wie viel Uhr wir haben. Aber es ist irgendwie schon Nachmittag mittlerweile. Mein Körper ist richtig matschig, mir tut alles weh. Ich habe gestern einen Sporttest gehabt und bin einfach richtig platt und bin gezwungen, einfach ja, heute Pause zu machen. Und irgendwie fühle ich mich aber auch so voll, danach mal Pause zu machen. Und ich habe tatsächlich heute noch wirklich nichts gemacht. Ich war heute Morgen kurz bei meinen Eltern. Danach war ich einkaufen, dann bin ich zu Hause, wieder nach Hause gegangen. Ich habe mir keinen Wecker gestellt, bin trotzdem irgendwie pünktlich aufgestanden und ja. Irgendwann kommt aber so der Punkt, wo du den Drang hast, was zu machen. Und ich habe dabei so gemerkt, wenn du Langeweile bekommst, also ich bin kein Mensch, der Langeweile hat, ne? Also ich habe das einfach nie, weil ich eigentlich immer genug Beschäftigung mit meinen Gedanken habe. Jo, oh, der Muskelkater lässt noch nicht nach. Jetzt ist so langsam der Moment, wo ich das Gefühl bekomme, ich muss jetzt was machen. Und das fängt schon an zu stressen. Das ist irgendwo ätzend so. Wir haben jetzt gleich 17 Uhr und jetzt geht's los. So, jetzt denke ich, du musst jetzt mal irgendwas machen. Ich wollte eigentlich rausgehen, das habe ich aber immer noch nicht gemacht, weil ich mich irgendwie noch nicht so danach gefühlt habe. Langeweile ist aber ja für viele Menschen so was richtig Negatives, also richtiger Stress, weil sie einfach ja, sich dann anfangen müssen, mit sich selber zu beschäftigen. Erst wenn du hinter die Langeweile gehst, dann fängst du an, so ein bisschen auf dich selber zu hören und ein bisschen mal zu gucken, okay, was willst du denn eigentlich? Und ich hatte gestern dann so die Erkenntnis einfach über die Dinge, die ich halt wirklich will. Ne? Also so klar, ich wusste, jetzt steht am nächsten Tag einfach viel, viel mehr Arbeit bevor, weil ich einfach viel hab nicht gemacht und viel liegen geblieben ist. Aber ich musste einfach auch diese Pause machen. Ich habe das bestimmt 3-4 Monate, habe ich keine einzige Pause mehr gemacht und immer durchgeackert so. Und deswegen, ich war auch körperlich sowieso am Arsch und konnte eigentlich gar nichts machen. So. Und jetzt heute habe ich mich richtig gefreut, wieder trainieren zu gehen. Ich freue mich richtig, wieder Sachen zu machen. Und ich kann es echt jedem ans Herz legen, mal einen Tag Pause zu machen. Also auch wirklich mal sich nicht abzulenken. So, viele sagen, ich mache jetzt Pause und dann machen sie aber trotzdem Sachen. Also das heißt, sie unternehmen dann Dinge, sie ziehen sich den ganzen Tag Netflix rein, sie sind die ganze Zeit im Internet oder keine Ahnung. Und ich habe einfach richtig lange einfach mal gar nichts gemacht. Ich lag so im Bett und habe aus dem Fenster geguckt. Und dann lag ich auf der Couch und habe wieder nichts gemacht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ein bisschen aufzuräumen. Ja, und jetzt kommt der Moment, wo ich anfange, Haushaltsarbeiten zu machen und zu erledigen, damit ich irgendwas mache. Geht anscheinend los. Weil ich irgendwie was machen musste, bin ich schon sozusagen schon dran gescheitert. Dann bin ich irgendwann rausgegangen und so in den Wald gegangen und so. Letzten Endes bin ich jetzt tatsächlich unterwegs, so in den Wald, einfach so ein bisschen Natur noch genießen, bevor die Sonne untergeht.
wenn du den ganzen Tag mal nichts machst und ein bisschen die Aufmerksamkeit nach innen legst und du gehst in den Wald, ist das richtig krass. So, du hörst auf einmal die Vögel viel mehr, du nimmst den Wind wahr, du riechst den Wald anders so. Es ist strange, weil du einfach nicht so abgelenkt bist die ganze Zeit von deinem, ja, von dem ganzen anderen Kram, der so in der Welt passiert und um dich herum und hier und da. So im Wald einfach mega, man fühlt sich einfach sofort anders und deswegen gehe ich auch gerne einfach mal raus so. Vielleicht hält mich der ein oder andere für bekloppt, weil ich einfach alleine in den Wald gehe, aber erstens komme ich ein bisschen in Bewegung, ohne dass ich mich zerlege, so wie sonst irgendwie im Training. Und ihr hört das selber im Hintergrund, Vögel zwitschern, ein Flugzeug. Nee, aber es ist einfach so Recharge. Also, worauf ich hinaus will, ich wollte euch einfach auf jeden Fall von diesem Tag berichten, weil ich das einfach, ja, ein interessantes Experiment fand. Ich habe leider ein bisschen spät erst dran gedacht, dass ich das auch mal filmen könnte. Aber ein paar Einblicke hattet ihr ja in dem Video. Ich habe das schon oft gesagt, geh einen Tag in Stille und guck, werd dir klar über das, was du willst und über das, was du dir wünschst. Aber ich habe es selber eigentlich nie so richtig gemacht und jetzt das erste Mal. Und es funktioniert wirklich. Also ich weiß heute auf jeden Fall mehr als gestern und bin mir über mehr Dinge bewusst geworden und ich kann es jedem empfehlen. Nimm dir diesen Tag ohne Ablenkung, einfach mal nichts zu tun, einfach wirklich nichts zu tun. Nicht nur nicht zu arbeiten, sondern nichts zu machen. Und nutze die Zeit für dich selber, geh in dich, find heraus, was für dich wirklich wichtig ist. Und dann kannst du die Weichen neu legen und wieder loslegen. Das musste ich einfach unbedingt mit euch teilen. Ja, ich freue mich drauf, was in der Zukunft passiert. Bleibt dabei. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, der hier dazukommt, weil ihr seid so die Menschen, mit denen ich jetzt so meine, ja, einen großen Teil meines Lebens irgendwie verbringe gerade, weil ich so viele Videos mache. Und ich freue mich über echt jeden, der zuschaut. Ich freue mich über jeden, der die Videos irgendwie teilt und auf Facebook und hier auf Instagram. Und dann das Feedback sehr motivierend höre ich. Und viele Leute schreiben mir und es macht Spaß, jetzt zu sehen, dass es einfach langsam ankommt. Auch wenn bei hier nicht so viele kommentieren, aber auf den anderen Plattformen bekomme ich das Feedback so und das ist auf jeden Fall cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.